Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schnittchen-Duell. Heute mit unseren Kandidaten Bram, Christian, Jonathan und Sebastian. Und die Teams sind wie folgt. Bram und Sebastian sind in einem Team und Christian und Jonathan sind in einem Team. Ihr müsst euch entscheiden, wer eure Team-Captains sind, die dann bei der Blitzrunde am Start als erstes antreten. Ist der Boss. Okay, Christian ist einmal der Boss, der Baus. He is the Baus. Baus. Ach, so ist viel schöner. Und bei den anderen? Sepp macht das. Ich okay, der Gott und Sepp, das heißt, alle bitte mal hier raus, außer Alter, wie Sepp. Alpha, ey. Ja, stimmt, wir müssen auch in den Buzzer. Hey, Fotzen. Was müssen wir denn machen? Wir müssen jetzt die besten Antworten geben. Ja, erstmal kommt ja die Blitzrunde, ne? Erkläre ich euch dann gleich nochmal. So, noch müsst ihr ja nicht in den Buzzerraum. Der Timer wird eingestellt. 0 Minuten und 20 Sekunden. Wir haben 11.000 Schnittchen gefragt. Nenne ein Brettspiel mit Würfeln. Monopoly. Eine Touri-Attraktion in Europa. Eiffelturm. Etwas, das Insekten anzieht. Licht. Etwas, wovon man einen roten Kopf bekommt. Wärme. Ein deutscher Schauspieler. Til Schweiger. Perfekt. Hast noch Zeit über gehabt. Ah, Wärme war jetzt... roter Kopf. Ja, du bekommst von Wärme bekommst du einen roten Kopf. So, ich schreibe deine Antwort nochmal kurz aus, damit ich auch hier gleich nicht verwirrt bin. Aber so ist es, wie es ist. Okay, jetzt ziehe ich Christian. Nee, nicht Christian. Jetzt ziehe ich Brammen. Dein Teammate. Ja. Brammen. Peter. Wir haben gerade die Blitzrunde mit Sebastian gespielt, der 20 Sekunden Zeit hatte, um mir 5 Fragen zu beantworten, was er dachte, was die Schnittchen gesagt haben. Du hast jetzt das gleiche Spiel, nur dass du 25 Sekunden hast und nicht das gleiche sagen darfst wie Sebastian. Ja. Deine Zeit läuft ab dem Moment, wo ich die erste Frage zu Ende erzählt habe und dann versuche ich so schnell wie möglich zu reden und deine Antworten zu notieren. Perfekt. Wir haben 11.000 Schnittchen gefragt. Nenne ein Brettspiel mit Würfeln. Mensch, ärgere dich nicht. Eine Touri-Attraktion in Europa. Brandenburger Tor. Etwas, was Insekten anzieht. Honig. Etwas, wovon man einen roten Kopf bekommt. Sport. Ein deutscher Schauspieler. Til Schweiger. Matthias Schweighöfer. Okay, stark. Bram! Stark, alles easy in der Zeit. Hat es noch 5 Sekunden über. Sebastian hatte auch Zeit über. Also das passte alles easy. Hat aber schon Puls. Hätte ich auch einen roten Kopf von gekriegt. So, ich schreibe die Antworten kurz nochmal richtig aus. Etwas, was Insekten anzieht, hast du Honig gesagt. Honig, ich habe mitgeschrieben Honto. Ja, Honto ist meine, wäre auch meine zweite Antwort gewesen. Was ist denn Honto? Das ist die Top-Antwort, Bram. Ja, Honto. Okay, Honto heißt ehrlich auf Japanisch. Ach, guck mal. Na, so zerbröselt der Keks dann. Ja. Okay, ich ziehe dann jetzt Christian, den Kapitän des anderen Teams, und ich bitte euch, still zu schweigen. Rauszubringen. Christian. Miau. Hallo. Okay. Ich hab gerade noch mit Jay geredet. Ja. Blitzrunde. 5 Fragen, 5 Antworten hoffentlich von dir. Du hast 20 Sekunden Zeit dafür. Deine Zeit läuft, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Und dann rede ich so schnell, wie ich kann. Ist alles klar für dich? Red nicht so schnell, wie du kannst, sonst verschluckst du Wörter. Alles gut. Ja, nee, ich krieg das hin. Okay, deine Zeit läuft, sobald die erste Frage durch ist. Die erste Frage lautet: Wir haben 11.000 Schnittchen gefragt. Nenne ein Brettspiel mit Würfeln. Mensch, ärger dich nicht. Eine Touri-Attraktion in Europa. Eiffelturm. Etwas, was Insekten anzieht. Licht. Etwas, wovon man einen roten Kopf bekommt. Kappen. Ein deutscher Schauspieler. Heinz Rühmann. Okay, ist noch drin gewesen. Scheiße, wie heißt der Spasti? Til Schweiger. Spannend, Heinz Rühmann. Ich glaube, der ist. Oh ja, der, den kenne ich. Typ. Ja, ihr kennt eigentlich jeder, der, naja, ja, den jetzt Feuerzangenbowle kennt. Ja, stimmt. Pfeiffer mit 3 F. Okay, dann ziehen wir jetzt noch zuletzt den Jonathan.
Jay. Hi. Der letzte heute im Bunde. 25 Sekunden Zeit hast du, mit dem Nachteil, dass du nicht das gleiche sagen darfst wie Christian. Ja. Ich merk schon, du hast Lust. Okay. Ja, ich hab Lust, aber ich hab Versagensängste. Ja, okay. Nein. Die habe ich aber auch. Dann läuft deine Zeit, sobald ich die erste Frage zu Ende gestellt habe. Wir haben 11.000 Schnittchen gefragt. Nenne ein Brettspiel mit Würfeln. Monopoly. Eine Touri-Attraktion in Europa. Eiffelturm. Prater. Etwas, das Insekten anzieht. Licht. Geruch. Etwas, wovon man einen roten Kopf bekommt. Sport. Ein deutscher Schauspieler. Schweiger. Till. Der ist mir nämlich nicht eingefallen. Ja. Alter! Tut mir leid. Oh. Die Zeit war vorher schon abgelaufen. Oh Mann, ey, schon das war der Eiffelturm hat dich rausgebracht, ey. Ja, der Eiffelturm. Hast du Krater dann gesagt? Ich hab Krater. Prater. Prater. Prater, der Mann. Prater. Ah. Prater. Ich was halt null Punkte gibt. Ich hab Krater verstanden. Hey, Jay, warte mal ab. Meine Antwort auf den deutschen Schauspieler, die ist gut. Ja. Kennt jeder. Wobei, mich würde mal interessieren, ob Jay den wieder kennt. Der kennt den gar nicht. Uiuiuiui, okay. Dann kommen wir zur Auflösung der Blitzrunde. Das ist echt belastend, dass gerade die letzte Frage die ist, wo Jay quasi das viel Bessere gesagt hat, die nicht mehr drin ist. Ja, leider auch nicht mal knapp, sonst hätte ich noch ein Auge zugedrückt. Ja, ich habe das schon piepen gehört zwischendurch. Ja. Du hast aber einfach weiterlaufen lassen. Ja. Okay, die erste Frage lautete, nenne ein Brettspiel mit Würfeln. Da habt ihr im Endeffekt beide exakt die gleichen Antworten gehabt. Das war total witzig, ey. Da hatten wir nämlich, dass keiner Kniffel gesagt hat, Mensch. Das fiel mir im Nachhinein so ein, so hey, das ist doch das Würfelspiel. Das stimmt, das ist echt das Würfelspiel. Und dann haben wir letzte Woche gespielt. Also, keine Sorge, Jonathan. Aber gut. Das ist aber kein Brettspiel, Sebastian, ne? Das stimmt, nenne ein Brettspiel mit Würfeln, lautet die Aussage. Ihr habt beide gesagt, Monopoly und Mensch, ärger dich nicht. Die Top-Antwort war Mensch, ärger dich nicht. Ach, ja, das Kniff. Mit 38 Punkten. Und die zweitbeste Antwort ist Monopoly. Ist natürlich Monopoly. Jawohl. Mit 33 Punkten. Das heißt, ihr habt beide durch die erste Frage 71 Punkte. Ach, das ist schon mal schön. Ja, das Problem ist, das bringt uns nichts. Ja, aber Jay, wir können nichts machen, als die beste Antwort geben. Das stimmt. Ja, genau. Also, ne? Deswegen Geruch. Und deswegen Prater. Ja, aber Geruch ist gar nicht schlecht. Geruch ist doch gut. Ich wüsste überhaupt nicht, was sonst Insekten anzieht. Es sei denn, du kannst jetzt auch sagen, Bier, Eis, Süßigkeiten, Zucker. Bestimmt das auch. Ihr müsst halt bedenken, was werden wohl unsere Schnittchen gesagt haben. Aber als nächstes haben wir erstmal Cola. Nenne eine Touri-Attraktion in Europa. Oh, da bin ich gespannt. Da hat Sebastian gesagt, Eiffelturm, mit 2 F, natürlich. Und Brammen hat gesagt, Brandenburger Tor. Christian sagte, Bram besser als Eiffelturm. Okay. Brandenburger Tor wird auch nicht viel Punkte, glaube ich, geben. Das ist gut. So, und ich kenne tatsächlich das nicht, was Jay genannt hat. Wird das so geschrieben oder mit ER? Prater. Okay. Prater. Weil sie an den Küchengerät. Der Prater. Hast du den Prater da? Ich glaube, wir müssen halt aus deutscher Sicht sehen. Mir fiel dann als erstes nach Eiffelturm viel mehr Rom ein, aber da ist mir nichts eingefallen. Und Petersdom war mir zu blöd. Ja, Big Ben ist, glaube ich, auch ganz gut. Du hast halt nicht viel Zeit zum Nachdenken. Im Nachhinein fallen einem da immer ganz tolle Sachen ein. Also sowas wie Big Ben, genau. Also. Oh, ich habe bei der ersten Frage gar nicht gesagt, was die besten anderen Antworten waren. Auf Platz 3, Kniffel. Da ist ja mal wirklich lost. Das Brettspiel mit Würfeln, Kniffel. Ja, okay. Und dann haben wir Risiko, Backgammon, Schach. Schach.
Oh, scheiße. Ey, Peter. Ja, was ist los, Christian? Der Prater ist doch dieser Festivalplatz, oder? In Wien? Nee, frag mich doch nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also dieser, ja, nicht Festival, dieses kleine, wie heißt denn das? Dauerhafte was man so, Kirmes. Jahrmarkt. Genau. Dauerhafte Jahrmarkt. Okay. Die Top-Antwort, eine Touri-Attraktion in Europa, ist natürlich der Eiffelturm. Disneyland. Ja. Der Eiffelturm, den ihr auch beide genannt habt. Wir hätten ansonsten, was haben wir letztens im React geguckt, was jetzt geschlossen ist über Twitter, haben die mir geschrieben, der Ausguck. Das hätten wir nehmen sollen. Ja. In Sachsen oder wo das war. Ja, du meinst das auf der Autobahn da, oder was? Ja. Nee, wir hatten noch 9, Peter. Wir hatten noch 9. Achso, er hatte noch 9, war ich da. Ja, war keine Ahnung. Oh Gott, da mit den Bäumen. Über das Tal, wo dann die Bäume davor gewachsen sind und die dann die Bäume da weggehauen haben. Okay, das kenne ich wirklich nicht. Ich habe, glaube ich, eine Folge realer Irrsinn verpasst. Das, ach, das ist dann die Folge, wo ich auf dem Thumbnail war, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall verpasst. Ist die Top-Antwort Eiffelturm. Mit 48%, also eindeutig Meister. Auf Platz 2. Ein gewisses Brandenburger Tor. Nein. Ja, da sind super viele Touristen in Berlin jedes Mal. Ey, mein Gott, aber aus deutscher Sicht dachte ich, würde man... Ja, aber was wäre denn aus deutscher Sicht? Gehst du ja wohl nach Deutschland zum Brandenburger Tor. Was wäre denn aus deutscher, also in Deutschland dann auf Platz 3? Also vielleicht irgendwie in Hamburg. Kölner Dom. Kölner Dom ist auf Platz 3. Das ist, sag ich doch, Kölner Dom. Oktoberfest ist auf Platz 4, Schloss Neuschwanstein auf 5 und dann kommt Disneyland mit 1%. Ich dachte, da kommt der Prater. Der Prater kommt gar nicht, den habe ich nicht gesehen. Aber man muss auch dazu sagen, das Brandenburger Tor bringt nur noch in Anführungszeichen 5%. Oh, ja, das ist gut so. Besser ist nichts. Also ja, haben wir ich glaube, in der letzten kriegen wir 0 Punkte jeweils. Wir haben 53 Punkte für Bram und Sebastian und 48 Punkte für Christian und Jay. Ich bin Christian. Als nächstes war, nenne uns etwas, das Insekten anzieht. Ja, das war nicht optimal. Da haben wir von Sepp Licht und von Brammen Honig. Ja, und von Honig war richtig schwach, ey. Christian Licht. Honig ist aber auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Und von Jay Geruch. Da werden die bei Honig nicht auch vom Geruch angezogen? Ja, aber Honig ist ja eigentlich wegen dem Zucker, aber Gott, diese Antwort bringt ja auch nichts. Hätte mein zweitbeste Antwort, sage ich, ist Müll. Was? Ja. Nah dran, die zweitbeste Antwort ist Jay. Nein! Mit 9% ist die zweitbeste Antwort Jay. Hey, Bram, warst du nah dran? Die erstbeste Antwort ist Licht. 29% hat die gegeben. Geil. Honig kommt vor. Der Begriff Honig. Wir haben vorher sowas wie Obst und Zucker. Honig kommt vor mit 5%. Was? Nein. Nehm ich. Krass. Ja, nehm. Macht summa summarum 34. Ah ja, Bram, voll gut. Wir haben noch sowas wie Schweiß und Bier und Saft und Blumen, aber kein Geruch. Auch wenn Schweiß natürlich so eine Art Geruch ist, natürlich, aber das ist halt nicht der Begriff, der genannt Müll wurde. Müll auch nicht? Gibt's auch kein Müll? Nein, Müll ist auch, taucht war auch nicht auf. Das mit Kacke? Keine Kacke. Das ist ja alles im Oberbegriff Jay mit drin. Also. Ja, keine Ahnung. Was die Zuschauer da antworten. Das müsst ihr beachten. Ja, ohne Scheiß. Ja, aber ich kann ja nicht einfach aus gut Düngen raus bei jeder Antwort mal Jay sagen, weil da könnte Jay kommen. Nee, da darfst du nur bei negativen Sachen. Nur bei den negativen, ja. Das ist ja Quatsch. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann höher. Aber die Top-Antwort wirst du damit trotzdem nicht bekommen, weil die hast du ja schon richtigerweise Licht gehabt. Ja, das wusste ich. Okay. Etwas, wovon man einen roten Kopf bekommt. Ui. Da muss ich nochmal wieder hochscrollen, weil da haben wir einmal. Sebastian meinte Wärme. Das war mein nicht optimaler. Und Brammen sagte Sport. Christian sagte Kacken. Kacken ist ja gut, ey. Jay sagte Sport. Und das ist ja dasselbe wie Kacken. Ja, das stimmt. Das ist eine Unterart, ne? Ihr habt auf jeden Fall die Top-Antwort getroffen. Die da ist Sport. Aber nur mit 9%. Ach du Kacke, da gibt's ja einiges. Da gibt's einiges. Aber weißt du, was es da nicht gibt? Wärme. Ja, das war mir klar. Gibt's Hitze?
Es gibt... Ah, Sonne gibt's bestimmt. Sonne gibt's. Hitze ist dasselbe wie Wärme. Sonne gibt's, aber es gibt nichts Hitze-Wärme-mäßig in die Richtung. Ja, Hitze ist schon eine Steigerung von Wärme. Kacken ist dabei. Yes, nein, zwei. Gib mir zwei, Peter, komm. Ich gebe dir sogar mehr. Ich gebe dir drei. Drei! Oh. Sind dann 12 Punkte. Yay, wir haben wieder aufgeholt. Ja, das ist tatsächlich sehr eng, muss ich sagen. Ja, und dann ein deutscher Schauspieler, wenn der Eiffelturm Jay da nicht so lange... Achso, ja, stimmt. Die anderen Antworten sind Wut, macht einem einen roten Kopf, Scham, Sonne, Luft anhalten, Alkohol, Chili oder scharfes Essen und Kopfstand. Kopfstand. Ja, ist richtig. Ja. Muss mal kurz. Aber da müssen so viele andere Antworten gewesen sein, wenn ich mal, wenn ich das mal kurz hier zusammen addiere, kommen wir auf. Also auf jeden 35% insgesamt. Also keine Ahnung, wo die ganzen anderen Prozent gelandet sind. Ja, die wurden uns gezockt. Ja. Auf jeden Fall solltet ihr wieder mehr abstimmen. Unten in der Beschreibung einfach draufklicken und fürs nächste Mal abstimmen. Ja, und sagt mal nicht Danke. Jay, sondern sagt Christian. Nein, sagt einfach irgendwas wow, anderes. Wow, Peter Rick das hier. Ja, aber wer von euch wird sich nächstes Mal noch dran erinnern können? Toll. Ja, keiner, aber die du auf jeden Fall nicht, Peter. Die werdet ihr jetzt gerade machen. Als nächstes war die Frage. Ein deutscher Schauspieler. Da hat Sebastian gesagt, Till Schweiger und Brammen Matthias Schweighöfer. Du bist genau, du hast genau den genannt, den so, ich Jay, mir auch noch guck dir die Antworten an und jetzt pass auf unsere. Wir kriegen sehr bittere Minuspunkte. Ja, ich glaube auch. Nee, Christian sagte Heinz Rühmann. Du selbstverständlich. What the fuck? Ja, mir ist Till Schweiger nicht eingefallen, der Spottner. Wo war denn nochmal Heinz Rühmann? Was hat von der Feuerzangenbowle zum Beispiel. Ne? Alter. Ja, sicher. Absoluter Klassiker. Ja, der Eiffelturm hat dann Jay gefickt. Ich dachte, du sagst hier Jacken Agar oder wie der hier der Typ. Weiß so heißt er aber nicht. Nein, der Schauspieler davon. Ja, weiß, ach aber so. Der steht aber auch nicht in der Liste, kann ich dir sagen. Ralf Möller oder sowas wenigstens. Der steht auch nicht in der Liste. Also, was? Nee. Was ist denn ja, der Top-Schauspieler Ralf Möller. Mensch, schade, dass der nicht drin ist. Hallo, der hat bei Gladiator mitgespielt. Der ist doch wenigstens ein Hollywood-Schauspieler. Ja, ein weil Film. Weil er mit einem Film mitgespielt hat. Ja, und? Aber immer mehr. Hat Till Schweiger auch. Ja, erzählt nicht. Till Schweiger hat sogar bei einem Tarantino mitgemacht, da ist ja noch viel mehr. Der hat in den Glorious Bastards sogar mitgemacht. Die Österreicher haben deutlich bessere Schauspieler rausgepresst. Ja, zwei. Ja, das kommt vielleicht auch hier nochmal vor. Der also, dritte war kein Schauspieler, den Chat der noch war mal das nennen willst. Aber kommen wir erstmal zu euren Antworten. Also Till Schweiger war natürlich die Top-Antwort. Ja. Also der ist auf jeden Fall am meisten in der Presse und im Fernsehen wahrscheinlich unterwegs. 30% gibt es durch Till Schweiger. Und die Nummer 2 war auch Matthias Schweighöfer. Nice. Mit 7%, also 37% bekommt Team A für die beiden Antworten. Komm, Heinz rüber, komm, ein Ehrenpunkt. Nee, kann ich, da gibt es leider keinen Ehrenpunkt für. Das ist ja, also ich hätte mich auch gefreut. Wir haben dann noch Daniel Brühl. Finde ich, kann man auch machen. Auch noch, auch noch Hollywood-Schauspieler. Ja. Christoph Waltz. Jetzt ist der Moment für Jay, um sich aufzuregen. Ja, komm, Schwarzenegger bitte auch noch. Schwarzenegger ist nicht dabei. Na, Elias, der ist doch auch Österreicher. Oh, ja, so, der Elias. Der. Ja, komm, Elias Mbarek kann man. Den haben wir doch schon getroffen. Ja, den hast du die Hand gegeben, Jay. Das meinte ich doch. Nein, ich meinte nicht zu ihm der, sondern zu hier. Was war davor? Heinz Rühmann. Ja, Heinz Rühmann, Christoph Arnold Waltz. Schwarzenegger? Christoph Waltz? Ich glaube, ihr seid ein bisschen. Ich meinte gerade nicht Mbarek. Okay. Jan-Josef Liefers. Auch ein bekannter deutscher Schauspieler. Wer ist das denn? Ja, Tatort-Schauspieler. Tatort-Schauspieler. Moritz bleibt treu. Ach du Scheiße. Komm, Oliver Kuritke. Nee, Klaus Kinski. Oh. Klaus Kinski. Oh, Klaus Kinski. Jay? Da kannst du Herbert Grönemeyer nehmen und so noch. Christoph Maria Herbst. Oh ja. Martin Semmelrogge. Das sind die Antworten, die hier zur Auswahl noch standen. So, dann gucken wir mal kurz. Zack. Lassen wir mal kurz hier schön das Spiel rechnen.
haben wir Brammen und Sepp haben sich 204 Punkte erspielt in der Blitzrunde. Nice, Bram. Nice. Und Christian und Jay 160. Damit hättest du mit 204 Punkten, hättest du bei so einem ehemaligen Nischen-Fernsehprogramm gewonnen. Ja. Aber wir sind halt ja nicht Finale. Ein Nischenprogramm. Nee, stimmt. Das ist richtig. Wir haben hier eine... Keine Ahnung, das hieß, glaube ich, Duellfamilie oder so. Nischen? Das habe ich mich am Wochenende schon gefragt. Alle sind seit Jahren dran, das Fernsehen ist tot. Wenn man sich mal jeden Abend die Twitter-Trends anguckt, sind von Platz 1 bis 10 nur Fernsehsendungen. Ja, aber auch nur, weil Jay die ganze Zeit über Germany's Next Topmodel twittert. Das ist aber auch kein Nischenprogramm mehr. Also Germany's Next Topmodel, also ich finde, Fernsehen allgemein ist auch, wie Christian schon sagt, keine Nische. Das ist immer noch ein Volksding. Ja, eben. Wir bewegen uns jetzt... Volksding! Wir bewegen uns in die Hauptrunde. Das heißt, ihr seid bitte aktiv im Buzzer-Raum. Bitte testet einmal kurz, ob der... Ja, funktioniert sehr gut. Ja, funktioniert sehr gut. Ja, ist jetzt... auf damit! Lass das! Ich hatte auch mal einen Buzzer. Wo ist er denn? Na, okay, wir warten mal kurz. Ja, sehr gut, funktioniert auch. Ich bitte... an den Buzzer... den Sebastian und den Christian. Jetzt sperrt nicht mehr. Oh, ich drücke jetzt nicht mehr. Versprochen. Versprochen. Kick doch einfach Jay. So, okay. Ich drück nicht mehr versprochen. Zwinker, zwinker. Es ist so, ihr müsst die Top-Antwort treffen, um die Runde zu euch zu holen. Ja. Ansonsten wird nur gesagt, Jo ist dabei. Oder? Die anderen können klauen. Ja, ja. Doch, so war das. Du musst nur besser sein. Die beste Antwort. Oder die beste, genau. Wenn jemand halt gar nichts sagt und der andere sagt, was zumindest drin ist, dann bekommt dieses Team den Zuschlag. Korrekt. Und dann ist das wie immer so, wenn ihr zwei Fehler gemacht habt, darf sich das andere Team beraten und ab dem dritten Fehler muss das andere Team eine Antwort geben und kann dann noch die bisher erspielten Punkte absnacken. Ich habe Hundehaare in der Maus. Wie gesagt, Christian und Sebastian, bitte an den Buzzer. Ja, bin schon dran. Wir haben 11.000 Städtchen gefragt. Nenne ein farbenprächtiges Tier. Christian. V. Ist dabei, aber ist nicht die Top-Antwort. Sebastian. Papagei. Ist die Top-Antwort. Ja! Papagei um V. Wir haben Papagei mit 45%. Wir haben V mit 40% und Bram muss jetzt... Ich hoffe einfach mal, dass da auch Trollantworten mit drin sind, ja, und deswegen gehe ich von dieser Familienduell-Folge, die es mal im Fernsehen gab, dieses Format aus, was komplett anders ist, und daher wurde gesagt Biene. Was? Brammen sagt es Biene. Gibt so eine Compilation-Ding, weißt du, und so, nennen sie ein farbenprächtiges Tier, glaube ich, gab es auch mal so, oder nennen sie ein Tier mit extrem vielen Farben und er haut drauf und sagt halt Biene, weil die halt nur zwei Farben hat. Oder irgendwie sowas. Das ist falsch. Das ist euer erstes Kreuz. Alles klar, nie wieder gehe ich auf eine Fernsehserie ein. Lassen wir das einfach. Sebastian. Ja, bei V und Papagei schon bald Ende hier so bei mir. Bleibt ja auch nicht mehr viel über. Nee. Ich gehe mal mit Chamäleon. Chamäleon, Sebastian. Alter, du alter Tierexperte, ist dabei. Lol, das ist sogar... Krass. Mit 9%. Dann hoffe ich aber mal, dass ich dann... Also ich gehe jetzt auch mit einem farbenprächtigen Tier, und zwar ein wunderschöner Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling, da lässt der Bram sich nicht lumpen. Oh, das ist gut. Ist dabei. Alter, Leute, ihr geht hier durch wie Messer durch Butter. Ist auch dabei. Ja, komm, jetzt fehlt noch der Sebastian. Dann gönne ich mir mal einen Kolibri. Ein Kolibri. Das ist euer zweites Kreuz. Das Gegnerteam darf sich beraten. Das ist eine gute Frage, Sepp. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht direkt antworten kann. Ey, alles gut. Ja, ist auch schwierig. Bleibt auch nicht mehr viel übrig. Was ist denn noch richtig farbenfroh? Richtig farbenfroh ist... Wie sollte man Jay sagen? Das ist das, was ich gerade getippt habe. Froh ist... Farbenprächtig lautet die Aussage. Entschuldigung, farbenprächtig. Dann nehme ich ein... ich nehme Jay. Ich habe keine Ahnung, Sepp. Tut mir leid. Alles gut. Es ist ein nice try mit Jay, finde ich. Aber der wird nicht belohnt. Das ist euer drittes Kreuz. Und Christian und Jonathan können sagenhafte 97 Punkte
abstauben, wenn, ne, sogar 100, wenn sie mir die korrekte letzte Antwort nennen. Das ist schwierig. Also es ist halt schwierig, weißt du, vor allem, weil sie schwierig. Halt auch nur Schmetterling und so weiter nennen, weißt du, es wäre halt auch einfach. Ich bin so den Zoo durchgegangen, aber farbenprächtig ist ja nicht viele Farben, oder? Oder ist farbenprächtig? Nee, nicht unbedingt. Also, du kannst auch Flamingo sagen oder sowas. Ja, ich weiß, aber Buntspecht hatten wir überlegt in der Auflistung. Dann Regenbogenfisch. Halt Fisch. Neonfisch. Okay. Dann hier, wie heißt denn der? Seeanemonenfisch. Du meinst Nemo, den. Nemo, ja. Den Clownfisch. Ja, und wofür habt ihr euch dann entschieden? Nee, ist kein Clownfisch. Es gibt Papageienfisch noch. Keine Ahnung, Christian, such du aus. Ich weiß es nicht, ob der Fisch wird. Ja, pass auf, sagen wir einfach einen Fisch oder nehmen wir direkt Fisch so. Fisch wird niemals genau. Also, das wird, glaube ich, nicht genau genug sein. Nee, das wird auch nicht genau genug sein, aber. Ich würde. Ja, keine Ahnung. Also. Sie sagen einfach Regenbogenfisch. Regenbogenfisch! Hoffe nicht. Der Regenbogenfisch. Der Regen. Boah, ist der Clownfisch, pass auf. Aus dem Buch. Ist nicht dabei. Der letzte Punkt wäre ein Zebra gewesen. Das war die Antwort aus der Folge. Ach komm. Nicht die Biene, der Zebra wäre die Antwort. Ja, ein Zebra. Nicht machbar ist. Boah, ist das enttäuschend, solche Antworten. Ja, also ich glaube, da hättet ihr niemals drauf kommen können. Ein Schwarz-Weiß-Tier da zu nennen, eher schwierig. Mann. Also die 97 weißt du, Punkte werden... Buntspecht ist nicht drin, aber Zebra. Oh. Du musst dich in den Kopf unserer Zuschauerinnen und Zuschauer setzen. Ja, tut mir leid. Erklärt, warum. 3% sind mir halt zu dumm, da kann ich mich nicht reinversetzen. Scheiße. Ja gut, kann ich auch verstehen. 97 Punkte gehen an Bram und Sebastian, die jetzt mit 301 Punkten insgesamt führen. Dann bitte ich Bram und Jonathan an den Buzzer. Ups. Ich habe den Buzzer auch wieder freigegeben. Seid ihr bereit? Ja. Wir haben jetzt nur noch die Top 4, die wir suchen. Wir haben 11.000 Schnittchen gefragt. Nennt uns ein Zeichen, dass eine Maus im Haus ist. Brammen. Loch in der Wand. Loch in der Wand ist die Top-Antwort. Oh, was? Nice, Bram. 51%. Okay, das ist krass. Loch in der Wand ist die Top-Antwort. Ja, Sebastian, das heißt, ja, ich muss jetzt nachlegen sagen, ne? Quasi, ja. Ja, also meine Top-Antwort wäre Mauseköttel. Mauseköttel. Ja, doch, das geht klar. Die zweitbeste Antwort ist Kot. Ja. Brammen. Jetzt wird's schwierig, ja. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich gehe einfach mal mit verschwundenem Essen. Da habe ich auch drüber nachgedacht, aber das war mir irgendwie zu weit hergeholt. Ja, ihr seid voll das gut. Das ist, glaube ich, eher, wenn du schlafwandelst, oder? Pass auf, das ist die 3. Das ist einfach das, wenn ich zum Kühlschrank gehe. Also, ja, das zählt für mich so. Also, das ist tatsächlich... Jawohl! Käse weg. Ja, geil. Jetzt brauchen wir noch die 4. Ja, zack, pass auf. Also entweder Käse ist das jetzt... Also es kann ja eigentlich Käse nur weg. Noch fiepen ja. sein oder dass die irgendwie so Trappelgeräusche machen und ich gehe mal... Oder Essen weg, verschwundenes Essen, also das alles Käse weg. Womit gehst du? Ich gehe mal mit fiepen, also die Geräusche. Fiepen. Alter, habt ihr die Lösung da irgendwo stehen oder was? Junge! Ja! Was ist da los, Alter? Piepsen! Ja, piepsen, Alter. Fiepen, Alter, dann kann ich jetzt auch keinen Unterschied dazwischen machen. Ihr habt es halt einfach fehlerfrei durchgezogen. Ihr kennt euch offensichtlich aus mit dem Gefühl, Mäuse zu haben. Ja, Bram ist natürlich da auch im Vorteil potenziell. Ich meine, Ratten sind nicht Mäuse, aber... Meine Ratten haben auch noch kein Loch in die Wand gemacht. Ja.
Also da habt ihr jetzt einfach durchgeballert. Ja, tut mir leid. Holy shit, also krass. Das tut dir halt leid, was tut dir daran jetzt leid? Für Jonathan und Christian fühlt sich das jetzt ein bisschen wund an. Ja, war halt schon sehr einfach, die vier Antworten, ne? Ich frage mich immer noch, in welchem deutschen Haushalt Mäuse ein Loch in die Wand machen? Tom und Jerry. Ja, da muss man denken. Genau, da denken wahrscheinlich dann alle dran, Tom und Jerry. Ja. Was habt ihr für Wände zu Hause? Ja, die fressen, also, ja. Ja, wie Stahlbeton, also... Dann ist das noch beeindruckender, wenn man da noch dabei. Das wäre dann eine krasse, da hat Tom dann schon. Wait, ist so Tom 6 Meter Jerry Maus. Ist die Maus, wa? Ja. Jerry ist die Maus. Okay, aber wir haben noch eine dritte und letzte Kategorie. Ich meine, Bram und Sebastian haben da ziemlich safe, also. Aber nichtsdestotrotz bitte ich nochmal Christian und Sepp an den Buzzer. Wir haben 11.000 Schnittchen gefragt. Nenne uns. Ein Wort, das mit Wind beginnt. Christian. Windkraft. Ist nicht dabei. Windkanal. Ist nicht dabei. Windrad. Windrad ist die Top-Antwort, Jonathan. Oh nein. Oh, Rad. Sehr gut. Immerhin. Jetzt müsste Christian wieder was sagen. Christian sagte Windkraft. Ach, Windkraft. Windig. Windig ist nicht dabei. Euer erstes Kreuz. Windstoß. Holy shit. Wind, also es gibt voll viele Worte mit Wind. Windstoß ist ebenfalls nicht dabei. Das andere Team Alter, darf sich beraten. Pokémon-Attacke, ey. Ohne Scheiß. So lost. Entschuldigung, Christian, ich hab dich nicht verstanden. Was Windsor. Windsor. Schloss Windsor, nice. Nein, Windsor ist auch nicht dabei. Drei Kreuze für euch. 43% plus halt die Antwort, die genannt wird, können abgesnackt werden vom Gegnerteam, wenn ihr mir eine der beiden fehlenden Begriffe nennt. Bram hat so einen guten Einfall gehabt, da will ich gar nicht. Also der ist 10 von 10, ist ja gut. Okay, und wie lautet dieser Begriff? Keep your secrets. Ja, achso, ich darf sagen, ja, du warst ja, Captain, ist das dein Begriff? Ja, Windpocken. Windpocken! Ist nicht dabei, die 43. Oh, okay. Den fand auf, ich so gut. Hier, Windung ist dabei. Oh, jetzt haben wir fast so viele Punkte wie die anderen in der ersten Runde. Gott. Ja, die 43% gehen an Christian und Jonathan, die dann bei 203 Punkten landen. Habt ihr noch Ideen für Wind? Nein, Wind J ist nicht dabei. Doch, ja, auf jeden Fall, weil deswegen bin ich so gut auf Windsor gekommen. Nein. Würde mich nicht mal wundern, wenn Windsor dabei ist. Was ist mit Wind J? Hat Jay gerade auch schon gesagt. Nee, ist nicht dabei. Windhose. Ja! Windhose, mein Freund, ist in der Tat dabei. Was ist das? Das ist quasi so eine wenn so Wind. Mini-Tornado. Ja, Mini-Tornado, ja, genau. Heißt der nicht Rose? Nein. Windhose heißt. Ja, dann sag ich Windrose noch. Nee, Windrose ist nicht dabei. Was ist denn eine Windrose? Winde, eine Winde. Nee, das letzte, was fehlt, ist das Windspiel. Ach, Windrose war der Kompass, das Kompassding. Ah. Ich muss gerade mal selber überlegen, was ist denn ein Windspiel? Windspiel, das sind die Dinger, die du hinhängst und klimperst. Kling, 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 kling. Deine Eltern damals auch im Garten hängen, weiß ich noch. Ach, ja, okay. Ja, hab ich nichts für über. Okay. Damit geht dieses Spiel an Brammen und Sebastian. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Sehr verdient, muss man auch sagen. Ziemlich gerockt. Die haben sich mehr in die Zuschauerinnen und Zuschauer hineinversetzt und die Antworten genannt. Das war mal wieder Schnittchenduell. Bitte benutzt den Link unter der Folge und gebt uns tolle Antworten, die man dann beim nächsten Schnittchenduell benutzen kann. Wir würden uns sehr freuen, wir wären sehr dankbar und danke auch vielmals fürs Zuschauen. Christian wird ausgeschrieben. Ja. Christian hat sich das jetzt aufgeschrieben, dass das beim nächsten Mal kommt. Nee, das wird ausgeschrieben, nicht Christian. Ah, okay. Wir danken vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.